Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Jura Intensiv. Mein Name ist Dirk Schweinberger und ich bleibe dran an dem Thema, woran scheitert Lernen? Es ist jetzt der dritte Teil dieser kleinen Videoreihe und es ist natürlich klar, es gibt nie den einen Grund, woran Lernen scheitert. Es ist immer eine Mischung aus vielen kleinen Bausteinchen und je mehr Gründe zusammenkommen, umso eher droht irgendwann auch Lernen zu scheitern oder zumindest nicht optimal zu laufen. Und der Sinn dieser Videoreihe ist, euch da auch vielleicht so ein bisschen ein Problembewusstsein zu schaffen, dass man sich bei dem einen oder anderen Punkt auch vielleicht angesprochen oder ertappt fühlt und denkt, Mensch, eigentlich ist das genau, wenn ich mal ehrlich bin, so mein Thema, meine Baustelle. Und dann muss man an diesem Thema arbeiten und dann hat man unter Umständen gar nicht an dem Jura-Rädchen an sich gedreht, sondern man hat an ganz anderen Stellschrauben gedreht und auf einmal funktioniert Lernen besser. Und das Thema, das ich heute ansprechen möchte, ist: Finde dein Warum. Das soll jetzt nicht irgendwie so, ja, Mindset-mäßig doof klingen, aber es ist schon eine wichtige Frage. Warum studierst du eigentlich Jura? Und wenn man dann mal so seine ganze Erfahrung, die ich jetzt auch als Dozent habe und Pausengespräche mit unseren Kunden, dann kommen da manchmal Antworten, wo man schon so das Gefühl bekommt, boah, das wird unter Umständen schwierig mit dem Lernen. Da kann man viel Geld verdienen. Mensch, ganz ehrlich, das kann doch nicht das einzige Motiv sein. Ja, weil Geld verdienen setzt doch immer voraus, dass du das, was du tust, auch gut tust. Und gut wirst du nur Sachen machen, für die du auch brennst, für die du dich begeisterst. Und dass du dich nur aus dem Geldverdienen selbst heraus begeisterst für irgendein Thema, dass du daraus deinen beruflichen Lebensinhalt machst, wo du als Jurist zum Teil auch sehr, sehr viele Wochenstunden arbeitest. Also dieses Motiv sollte man bei sich selber auch dringend hinterfragen. Das ist eigentlich zu wenig als Motivation für ein Studium. Dann gibt es die Antwort, mir fiel nichts anderes ein. Ich hätte ja ansonsten auch vielleicht BWL studieren können. Naja, ich habe dann mal mit Jura angefangen und irgendwie bin ich dabei geblieben. Wenn da nicht der Grund irgendwann hinzukommt, Mensch, ich finde das auch total interessant, sondern wenn der einzige Grund weiter zu studieren ist, dass mir immer noch nichts Besseres eingefallen ist, dann behaupte ich auch, wird das relativ schwierig werden. Die vielleicht optimal mögliche Leistung, die man bringen könnte, in einer Prüfungssituation abzurufen. Manchmal eher humorvoll ist dann die Antwort, das frage ich mich auch manchmal, warum ich überhaupt Jura studiere. Das ist dann so ein bisschen spaßig gemeint, das sind dann manchmal auch vielleicht so Situationen, wo man sagt, boah, hey, das ist alles gerade so viel, das ist alles gerade so schwer. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung, da hat vielleicht auch jemand so diesen definitiven Motivationspunkt für sich auch noch nicht gefunden, warum er ein ganz bestimmtes Studium, hier zum Beispiel das Jurastudium, jetzt für sich ergriffen hat. Und ihr müsst euch immer klar machen, wer sich jetzt mit irgendeinem dieser Motive angesprochen fühlt, der ist natürlich in einem strukturellen Nachteil im Vergleich zu jemandem, der ganz anders an die Sache rangeht. Der sagt, boah, ich will unbedingt Anwalt werden. Ich habe schon zwei Praktikas in Kanzleien gemacht. Ich fand das total spannend. Ich hätte da am liebsten sofort weitergearbeitet. Ich will mich auf den Bereich XY spezialisieren. Ich will unbedingt mit viel Auslandsbezug arbeiten. Ich will gerne mit der englischen Sprache arbeiten. Und deswegen möchte ich in den Bereich irgendwie Wirtschaft und Unternehmen gehen. Ja, jetzt kannst du dir mal überlegen, wer wird sich denn besser bestimmte Sachen merken können? Wem wird Lernen leichter fallen? Schaut doch mal in ganz andere Bereiche. Ich bekomme teilweise Pausengespräche mit. Also ich persönlich bin zum Beispiel relativ wenig Fußball interessiert, um das jetzt mal höflich zu formulieren. Da kriege ich Pausengespräche mit, da haben Leute die Tabellen auswendig mit
Punktestand, erste Liga, zweite Liga, Premier League, was weiß ich. Die wissen die Mannschaftsaufstellung, der weiß, die wissen, welcher Spieler welchen Marktwert hat. Also die tragen ein absurdes Wissen mit sich rum, wo man mich quasi zu prügeln müsste, wo man sagen müsste, Dirk, das musst du dir jetzt merken. Du musst dir jetzt merken, wie ist der Tabellenstand, wer hat welche Spieler und wer hat wo was für eine Transfersumme bezahlt. Das wäre für mich der Horror, mir das merken zu müssen. Ich könnte es mir auch wahrscheinlich gar nicht merken. Und weißt du warum? Weil es mich nicht interessiert. Punkt. Und diejenigen Leute, die dieses ganze Wissen mit sich rumtragen, zum Beispiel beim Thema Fußball, die haben sich doch gar nicht hingesetzt und haben im eigentlichen Sinne gelernt. Die haben sich da jetzt keine Karteikarten geschrieben im Sinne von, oh, ich muss jetzt die Tabelle auswendig lernen, sondern es bleibt einfach hängen, weil es sie interessiert. Sie saugen es geradezu auf. Und bei wem wird jetzt Lernen besser funktionieren? Das kannst du dir jetzt dreimal überlegen. Derjenige, der im Prinzip sich wirklich für das Thema begeistern kann. Und wenn du vor deinem Jurastudium sitzt und sagst, boah, das ist für mich alles eine reine Qual und ich kann mich da überhaupt nicht für begeistern und ich weiß auch überhaupt gar nicht, warum ich das mache und ich habe auch überhaupt gar kein Berufsziel vor Augen, aber das wäre jetzt meinen Eltern gegenüber auch blöd, jetzt nach ein paar Semestern das jetzt wieder abzubrechen. Nee, weißt du, was blöd ist? Dich am Schluss unglücklich zu machen, weil das wird dann nichts werden mit dem Jurastudium. Dann brichst du es halt sehr spät ab, dann brichst du es vielleicht in der heißen Prüfungsphase ab, weil du irgendwann merkst, dass das nichts für dich ist. Also du musst einen Grund finden für dich, warum du dieses Ganze überhaupt auf dich nimmst. Und vor diesem Hintergrund, hinterfrag das mal, wo will ich eigentlich hin? Und natürlich ist es dann so, dass wenn du sagst, ja, eigentlich will ich in einer Großkanzlei arbeiten, ich will in einer Transaktionskanzlei arbeiten, ich will irgendwie viel Bezug zur englischen Sprache haben. Warum muss ich jetzt Kommunalrecht lernen? Ja, weil die Prüfungsordnung so ist. Punkt. Und das wirst du auch nicht ändern. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe verstanden, dass das einfach in der Prüfungsordnung drinsteht, und deswegen muss ich mir das jetzt angucken, weil wenn es geprüft wird, darf es halt nicht sein, dass ich da jetzt eine richtig schlechte Note bekomme, weil für mein berufliches Ziel brauche ich halt eine vernünftige Note. Dann wird es zumindest leichter fallen, dich mit dem Thema jetzt mal beispielsweise Kommunalrecht zu beschäftigen, weil du weißt, warum du es machst. Warum quälst du dich einen Berg hoch, weil du dich auf das sogenannte Gipfelglück freust? Weil du sagst, boah, dieser Ausblick da oben, der soll so super sein. Ich habe mit einem Freund gesprochen, der diese Wanderung schon gemacht hat. Der hat sich gar nicht mehr einbekommen vor Begeisterung. Und natürlich macht das hier im Moment gerade keinen Spaß, diesen Anstieg zu laufen, weil hier gerade auch keine schöne Aussicht ist oder so. Aber wer schon überhaupt gar keinen Bock hat auf den Ausblick und auf das Gipfelglück oder wer auch vielleicht gar nicht weiß, dass es da oben ein Gipfelglück gibt, ja, mit welcher Motivation läuft denn der jetzt den Berg hoch? Und vor diesem Hintergrund, ich will jetzt hier niemanden bitte nicht falsch verstehen, zum Studienabbruch animieren, ja, aber man sollte sich wirklich mal hinterfragen, warum macht man das eigentlich? Und es muss doch immer um ein Berufsbild gehen. Natürlich kann man das auch irgendwann nochmal ändern. Ja? Also ich habe ja auch nicht Jura studiert, weil ich Repetitor werden wollte. Ich wusste zu Beginn des Jurastudiums überhaupt gar nicht, dass es dieses Berufsbild überhaupt gibt. Ich habe eigentlich mal mit dem Studium angefangen, weil ich unbedingt Arbeitsrichter werden wollte. Ja? Das war so mein Thema, wo ich dachte, Mensch, das ist ganz toll, da habe ich richtig Lust drauf. Und bin dann eher durch Zufall, ist jetzt nicht der Ort, die Geschichte hier zu erzählen, aber dann eher durch Zufall in diesen Bereich hineingerutscht. Ich habe immer schon viel Nachhilfeunterricht gegeben. Ich habe das, glaube ich, in einem anderen Video schon mal gesagt. Ich habe mein Studium finanziert durch eine Stelle in einer Nachhilfegruppe. Und also so das Thema Erklären war auch immer ein Thema bei mir. Aber ich habe mich dann halt irgendwann gegen den Lehrerberuf entschieden. Das war durchaus auch mal eine Überlegung, die ich hatte, weil damals, als es bei mir um die Entscheidung ging, die Berufsaussichten katastrophal waren
Ja, mein damaliger Volleyballlehrer, der hat dann alles mit 1 abgeschlossen, der war 3 Jahre arbeitslos. Ja, der hat 3 Jahre keinen Job gefunden als Lehrer. Ja, und da fange ich dann an, Lehramt zu studieren. Habe ich gesagt, nee, um Gottes Willen. Ja, dann war das schon mal raus. Und dann kam halt die zweite Motivation, Arbeitsrichter. Und am Schluss bin ich dann doch halt wieder so in diesen lehrenden Beruf gekommen und bin jetzt halt als Repetitor gelandet. Aber ich hatte die ganze Zeit zunächst einmal dieses eine Ziel, dieses eine, warum ich das mache. Und das hat mir, muss ich ganz ehrlich sagen, es natürlich auch deutlich einfacher gemacht, mich zu motivieren. Und wenn dir wirklich überhaupt gar nichts einfällt, warum du Jura studierst, dann überlege, ob es noch irgendwas anderes gibt, was dich glücklich macht im Leben. Ja, aber dann wirst du unter Umständen mit dem Jurastudium nicht glücklich werden und dann wirst du es irgendwann abbrechen, weil du irgendwann nicht dauernd gegen dein eigenes Interesse kämpfen kannst. Und wenn das Interesse fehlt, dann ist es halt schwierig. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich hoffe, das gibt euch einen Denkanstoß. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und viel Erfolg im Jurastudium. Natürlich würden wir uns freuen über einen Daumen hoch und natürlich würden wir uns freuen, wenn du das Video auch vielleicht an Freunde und Bekannte weiterempfiehlst und wenn du vielleicht auch unsere Verlagsprodukte oder auch unsere Kursangebote für dich als wertvoll kennenlernen würdest. In diesem Sinne alles Gute und liebe Grüße vom Dirk.